Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Fußball Manager 13 mit eurem super duper mega Lieblings Let's Player. Okay, Trauer ist vorbei und dann wollen wir mal schauen, wie wir hier so aufstellen können. Ich sehe schon, im Sturm haben wir ein Riesenproblem, da die Idee haben, da sauer zu verleihen. Und dann jetzt haben wir nur noch den Wagner, den ich überhaupt nicht leiden kann. Verdammte Scheiße! Lieber Herr Preetz, ich weiß, dass mit Lasogga der Deal ergibt schon Sinn, hat seine Berechtigung, dass er verliehen wurde und dafür Herr Stielbrett zu uns kam. Das können Sie mir im Fußballmanager noch nicht antun, Sandro Wagner. Da fehlt uns eindeutig jemand. Scheiße. Ronny auf die Bank. Mutter auf die Bank. Schulzi auf die Bank. Stielbrett nach hinten. Jeng. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Chigerzi. Oh, so geil. Ich mag den Kluge nicht. Ich mag den Kluge nicht. Ich mag den Kluge nicht. Lustenberger, 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 rupp. Die haben tauschen immer die Position, ne? Pekarik. Mein Freund. Janka. Kopi Aschwili. Vandenberg, Pooks. Ja, und damit steht die Elf, ne? Thomas Kraft, unangefochten Nummer 1. Vandenberg ist, denke ich, ein guter Einkauf. Lusti so und so um und heute habe ich mit der Sprache unumstritten. Langkamp, solider Innenverteidiger, absolut guter Einkauf. Pekarik macht seit Jahren seine Sache gut, auch damals in Wolfsburg. Hosogai, ich liebe diese kleine Arbeitsbiene, muss ich ehrlich sagen. Benatira, der könnte noch ein bisschen mehr, als er kann. Der hier hat auch sein Zeug gut gemacht, ist bei Hamburg leider nie gezündet. Der hier mit seiner Verletzung, sehr bitter. Ramos, das Kopfballungeheuer. Oh Gott. Ja, Ronny. Ja. Zweite Liga Hopp. Erste Liga Flop. Schulzi wird bei mir wieder viele Einsätze bekommen. Egal ob links, rechts, Mittelfeld, Verteidigung, Defensive, kann vieles. Mukta bekommt auch sehr viele Einsätze. Den hier mag ich sehr gerne. Kann auch offensiv der einzigste Spielmacher bei uns, was ich sehr gut finde. Dafür nehme ich sogar gern mal Niemeyer nur auf der Bank mit, auf der Tribüne. Aber ich brauche halt, na gut, ich könnte den Ronny komplett rausnehmen, ne, aber den will ja eh keiner kaufen. Oder ich mache das einfach. Komm, kriegen wir ein bisschen Kohle. Ich meine, wir haben zwar hier nirgendwo Minus, aber komm, ich brauche eh nur Leute, die Moral haben. Die ans Limit gehen. Für uns. Hopp. Ja, hier sieht's im Sturm bitter aus in der zweiten Mannschaft. Ja, ganz bitter. Da fehlen hinten und vorne die Leute. So, Kluge, den würde ich gerne nehmen. Gucken wir mal, ob wir den auch verleiht kriegen. Verliehen kriegen. Der geht nämlich dann doch ganz schön aufs Gehalt mit seinen 1,3 Millionen. Das müssen wir nicht haben. Da können wir ein bisschen sparen. Und dann kann er für 1,5 meinetwegen gehen. Ist nicht so mein Favorite. Ähnlich wie Wagner. Ja, bei Wagner haben wir halt momentan keine Alternative.
Wollte schon sagen, keiner will kluge, kann ja nicht sein. Mal Franz tun mal verkaufen. Ist halt zu alt, obwohl es so ein ganz sympathischer junger Kerl sein kann. Aber auch 825.000 im Gehalt, das ist ja Horror, das müssen wir uns alles einsparen. Hat sogar jemand Interesse, sehr schön. Oh, der ist stinkig. 3,5 kann man sagen. Dann machen wir erstmal 4 Millionen. 4, 5, so. Vielleicht will den ja einer für das Geld. Wir könnten das auf jeden Fall gebrauchen. Jawohl, Basel. Unverständlich, der beendet seine Karriere. Janka kann man noch weg. 500.000 gern. Ich finde, den macht auch im Training anscheinend einen soliden Part. Finde ich auch sehr sympathisch, aber tja, in der Innenverteidigung haben wir so viele Junge, da brauchen wir den nicht. Dann Holland, Per de Dai, den will ich gern behalten und aufbauen, dass aus dem mal was Besseres wird. Zecke Neuendorf, sehr sympathisch. Ja, ansonsten sollen noch die weg, die wenig Talent haben. Wie zum Beispiel ein Herr Kleinberg. Meinetwegen auch gratis, komm, Hauptsache weg. Wo ist er denn jetzt hin? Oh Mann, war dies durcheinander. Das verstehe ich nicht. Wupp, wupp. Den will keiner, war klar. Aber egal, dann werden sie halt beim nächsten Mal Vertrag aufgelöst. Ich kann den ja nicht weniger als 0 geben. Ah nee, die kann man ja nie auf verleihen und dann 0 auf Ablöse geht nicht. Deswegen lösen wir hier den Vertrag auf, auch wenn es ein bisschen teuer wird. Aber die brauchen wir einfach nicht, die Kicker mit so wenig Talent, das bringt nichts. Die helfen uns nicht weiter. Hopp, hopp. Den will auch keiner. Nee, Niklas Körber, gab's nicht auch noch Nils Körber? Will auch keiner. Mann, Mann, Mann. Oh, 7000. 7000. Hilfe, was ist mit meiner Stimme los? Den kann man auch nicht verkaufen, bitte. Ach so, den haben wir ja schon. Ah. Hä? Gibt stand ein... Naja. Wie gesagt, auf Laie geht nicht. Warum ist der denn so teuer? Alter. Ich kann ja nichts. Und kostet so teuer in der Ablöse. Hat er noch so lange Vertrag oder was ist los? Bekannter Name, Herr Hildebrand, aber ohne Talent. Auch so teuer, ich verstehe das nicht. Haben die alle so lange Vertrag? Bis 2015 hat der hier. Ja, liegt wohl bestimmt am Vertrag. So, dann wollen wir gucken, wer bleibt übrig. Sprint hütet das Tor. Gersbeck ist ja jetzt im Kommen hier. Überall Transferanfragen. Komme ich denn auf sowas? Zecke Neuendorf. So, dann haben wir in der Innenverteidigung erstmal hier den Zingo.
Den Kobi haben wir jetzt gar nicht bedacht. Ups. So. Oh, da können wir auch tauschen. Komm. Ah, Pferde da. Ich weiß ja, der gehört da eigentlich nicht hin. Pferde da. Neuendorf. Kobi hier hin. Schiel. Schiel. Ja, super. Ne, irgendwie kommen wir hier hinten und vorne nicht zurecht, ne? Weg und dann bleibt hier der gute Horischewitsch noch, unser Pole. So, dann haben wir noch Breitkreuz. Kauter. Obst. Oder ist da der Hase besser? Hase ist besser. Obst hierhin. Kevin Stefan dahin. Und Abdurame hierhin. So, viel mehr bleibt dann ja nicht, ne? So. Ja, dann machen wir hier gerade noch die Sprachen und die ersten Trainingsziele. Dann sind wir nämlich auch schon fast durch, ne? Komm, wir fangen bei Sprint an. So. Holland. Okay, Siri. Schiel. Siri auch. Kobi nicht. Pferdedei trainiert bitte mit erster Mannschaft. Neundorf nicht. Hase nicht. Andrich bitte. Jo. Du nicht, du nicht. Ja, alle nicht. So. Dann noch ein paar Trainingsziele machen. Huch. Haben wir hier noch einen. Regesel. Naja, der ist jetzt auch nicht so der Klare, ne? Andrich bekommt ein Trainingsziel. Der bringt mich echt um. 65, 65, 65, 64. Damit haben wir den ganz gut im Rennen. Tuck, tuck, tuck. So. Dann. Komm, Benzahar, gib mir auch ein Trainingsziel, der ist jetzt ja nicht so schlecht. Und zwar in erster Linie erstmal Stürmer, wenn wir hier sonst keinen haben. In zweiter Linie linker Mittelfeldspieler. Da könnte man für die erste Mannschaft nämlich einen gebrauchen. Also nicht, dass Schulzi schlecht wäre, aber... brauchen ja auch flexible Spieler, ne? Andricht hat man schon, Neundorf ist eh zu alt, Pferdedei.
mach mal diesen Part noch, die Trainingsziele der zweiten Mannschaft zu Ende und dann guck mal im nächsten Part weiter. Den machen wir mal als Rechtsverteidiger, damit wir vielleicht für die erste Mannschaft noch einen soliden Rechtsverteidiger haben. 75, 74, 72, 72. Kann man nämlich immer gebrauchen, denn Zheng ist ja nichts für mich jetzt, ne? So speziell. Fehl bekommt ein Training, viel Führer auch und Holland auch und Sprint im Tor, denke ich mal auch. So, warte mal hier. 62, 61, 61, 60, hoch. 61. Hat der Part zwar wieder ein bisschen Überlänge, aber mein Gott, gibt Schlimmeres, oder Leute? Wie ist ein Stadtwetter bei euch? Damit ich hier nicht die ganze Zeit sinnlos nur über Fußball laber, was euch total nicht interessiert. Sonst würdet ihr nämlich das Let's Play gucken. Also hier ist gerade wunderschöner, herrlicher Schnee, ich liebe es einfach. Und ja, mal schauen, der Schnee geht aber leider langsam schon so ein bisschen weg wieder. Aber ich hoffe, er kommt mich bald wieder besuchen, die Gute. 63, während ich unten schon das Essen rieche. Das ist immer fies, wenn man total Hunger hat und dann von unten Essen riecht. Bitter ist das. So, die können alle nur Innenverteidiger, die müssen wir später auch noch ein paar Knips und Triffe bei, Triffe. Ey, darf ich dir noch ein paar neue Triffe beibringen, Junge? Jo, yeah. Mann, oh Mann, mein Sprachzentrum heute ist schwer gedamaged. Liegt an dem wenig Schlaf, könnte ich mal so vermuten, ne? Aber schlafen kann man immer noch, wenn man tot ist, ihr kennt das ja. Ja, ja. So. Warum ich das auf 76 mache immer, muss ich euch nicht erklären. Dazu könnt ihr mein altes Let's Play gucken. Da habe ich das ja schon am Anfang mal ein paar Mal erwähnt. Von daher. Jo. Den lassen wir mal so. Da braucht man nicht nur einen defensiven Mittelfeldspieler. Von haben wir genug gute. 70. 70. Nein, nicht rein. Ah, Alter! Hoch. Hoch, Mann! Reagier nicht, Junge. Jetzt kommt bestimmt noch irgendwas über 70, ne? Nee. Ich hab mal Glück. Grätsche ist nicht ganz so wichtig wie Zweikampf. Erstmal soll er lernen, wie man vernünftig einen Zweikampf führt und dann kann man grätschen. So, das war's für die zweite Mannschaft, das war's auch gleichzeitig für den Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen, erfolgreichen, restlichen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!